Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Oh, was machen wir hier jetzt? Wir bräuchten noch ein paar Setzer Brot. Ich weiß nicht, mit Duras im Rücken fühle ich mich irgendwie viel stärker. Keine Ahnung, woran das wohl liegen könnte. Da noch ein paar Setzer Brot. Da haben wir doch die Raptorhorde gehabt, oder? Natürlich war die hier. Quietsch. Setzer Brot. Oder vielleicht noch mehr? Nein. Setzer Brot. Aber ich glaube, das finde ich hauptsächlich in der Nähe vom Fluss. Wenn ich das richtig sehe. Da ist nichts mehr. Da ist noch Setzerbrot. Wir brauchen immer noch welches. Weil dann hätte man nicht die Quests hier unten irgendwann erledigt. Wenn wir die hinkriegen. Da ist jetzt ein Brot. Sehr gut. Ich hoffe, wir sehen es dann, weil wir ja diese 50 haben. Da ist noch mehr. Kleine Halbpflanze. Immer noch keine 50. Oh oh. Was greift uns da an? Noch ein Salzerbrot. Noch ein Salzerbrot. Noch ein Salzerbrot. Noch ein Setzerbrot. Boah. Ja. Hast du ihn? Passt. Dankeschön.
Wir waren beim Setzerbrot suchen. Ah. Nein. Boah. Das Vieh mache ich platt. So, Edge. Kein Setzebrot, aber... Hier sollten wir besser wachsam sein. Banditen. Ich meine, es ist so gut, dass ich fast vor ihnen stehen kann und sie greifen mich nicht an. Was war das? Setzerbrot. Das Vieh mache ich platt! Uah. Ich hab zu früh die Waffe eingesteckt. Hätte ich herauslassen lassen sollen. Imposant. Was? Das hast du? Los geht's! Mal fertig. Oh. So, wie viele Sätze Brot? Bräuchte ich denn noch? Ach, der ist tot. Den haben wir ja schon. Gut. Ich wollte eigentlich gerade schauen, wie ein Setzer gerade. Da ist ein Häscher. Oh. Gut. Man muss ja nicht übertreiben, Doras. War gut, dass du viel schaffst, aber man muss auch dich nicht überfordern. So, ich wollte vorher eigentlich schauen, wie viel Setzerbrot wir jetzt endlich haben.
eigentlich. Jetzt schauen wir auch mal. So, Quest. Ich hab die 50. Oh, dann können wir doch dorthin gehen. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. War damals nicht nötig. Verboten. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Oh oh. Duras, Hilfe. Ach, der Einsiedler ist schon hinüber? Oho. Oh, 11 Dietriche, cool. Ja, dann müssen wir sie ja eigentlich auch noch wegmachen, oder? Was hat denn die für ein Energieschwert? Achtung! Autsch. Da kommt sie. Bin schon da. Gut. 100 Erfahrung hat sie gegeben. Na gut. Jetzt müssten wir das Haus plündern können. So. Aber die, die da gewohnt haben, sind tot. Genau. Ob das jetzt nett war, dass wir die umgebracht haben, ist mal dahingestellt. Aber egal. Das war wahrscheinlich das Haus, wo ich vorher unabsichtlich diese Karte mitgenommen habe in einer der letzten Folgen. Egal, jetzt können wir alles looten hier. Gepflegtes Tagebuch. Als ich heute Morgen meine Besorgungen machte, traf ich einen interessanten Mann. Ich traute mich nicht, mit ihm zu reden, ich habe ihn aber aus der Ferne beobachtet. Was er verkauft. Alles merkwürdiges Zeug. Er sah selten alt, sehr alt aus. Er hat mich angesprochen und er findet mich süß. Als er mich gefragt hat, ob ich ihn begleiten will, wie sollte ich nein sagen? Ab jetzt werden wir zu zweit die Welt erkunden. Was man alles noch in diesen alten Häusern finden kann. Ein bisschen suchen gibt immer ein paar brauchbare Sachen. Einige Splitter lassen sich damit verdienen. Vor dem Einschlag haben alle in solchen Luxus gelebt. Mussten keine Angst vor Überfällen und Monstern haben. Jetzt müssen wir immer über die Schulter blicken. Wir sind in dieses schöne Haus gegangen.
Mein Liebster hat immer eine gute Nase für die besten Plätze. Wurden von einer Gruppe Berserker entdeckt. Elendes Pack. Sie haben uns alles abgenommen, weil es Elix enthalten könnte. Und fühlten sich wie die Herren hier. Zu zweit konnten wir sie nicht besiegen. Ihr Land, unser Land. Blödsinn. Wir waren zuerst hier. Mein Liebster und ich müssen zusammenhalten. Wir können nur einander trauen. Ja. Und jetzt kommt einer, der ist nicht einmal Berserker. Und killt die zwei einfach. Tja. So kann's gehen. Ich bin nicht gut genug. Ich hab nicht genug Übung, heißt das. So. Klebeband. Oh. Was war da noch? Ein guter Tee. Ah ja. Haben es wahrscheinlich schon zusammengesucht zum Verkaufen oder so. Den Besen können wir aber doch sicher auch nehmen. Eben. War da irgendwas auf der Couch? Nö. Okay. Dann machen wir da hinten weiter. Schlafsack schlafen. Elixitbeutel. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Was haben die hier gemacht? Irgendwas gebraut oder wie? Bin mir nicht so sicher. Okay, da oben ist aber nichts. Komm mal wieder runter. Da haben wir was. Und da. Und da. Dann gehen wir mal nach unten nochmal. Und da haben wir aber auch nichts mehr, oder? Ein Heiltrank, sehr gut. Den können wir immer brauchen. Ein besonders abgesicherter Raum. Okay. Würde ja dann was bringen, wenn das Haus als Ganzes abgesichert ist. Aber da sind so viele offene Stellen. Ah ja, okay. Ah, das Buch kann man nicht lesen, okay. Hinsetzen wollen wir uns nicht. So. Jetzt liefern wir endlich das Setzerbrot ab, ja? Oh, ich sehe den Raptor. Ein Weltenherz. Mit ihnen werden wir die Welt heilen. Ein Herz nach dem anderen. Da ist er, oder? Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich es wieder mitnehmen? Nein, nein. Es wird uns schon satt machen. Wie viele Splitter hat dich das gekostet? Nichts. Moment, das hast du aber nicht von Sinda, oder? Normalerweise ist sie doch sonst nicht so spendabel. Sie hatte keinen Bedarf dafür.
Komisch. Aber ja, egal sein. Hauptsache, wir werden satt. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Oh hier. Mann. Das ist angemessen genug, oder? Na, Mahlzeit. Oh. Das reicht, danke. Gut. Ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Gut, damit sind wir mit dem auch fertig. Haben wir wieder eine Quest erledigt. So. Ja, dann wäre das hier eigentlich das nächste. Und dafür müssen wir wieder in die Stadt. Komm mit, Duras. Quietsch. Da war jetzt ein Boot, ich hab's genau gesehen. Nein, mal noch schreien. Darüber. Genau. Das steht jetzt immer da drin an. Wegen Kral. Ja. Ich habe ihn gefunden. Und ich habe das Elex. Ich nehme an, das Problem mit Kral ist damit aus der Welt. Ja. Richtig. Nun gut. Hier hast du etwas für deine Mühen. Hast du zufällig herausgefunden, was er mit dem Elex wollte? Nein. Das ist schade. Aber die Hauptsache ist, dass er sich hier nie wieder blicken lässt. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Mhm. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Orik, sag mir doch was. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Okay, und was mache ich mit Orik? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Mysteriöse Aura. Na gut, der Orik ist ja eigentlich nicht weit weg. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Genau, der ist unten da. Ja, den kennen wir ja, den Orik. Kann man da abkürzen? Moment. Eigentlich schon, oder? Ja, natürlich kommen wir. Na gut, dann sind wir halt hinterm Haus. Können wir Lagerfeuer? Warte mal. Zubereiten alle und schließen. Sehr gut. Duras? Bin ich jetzt in Duras abgehängt? Schaut so aus. Orik. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Borm bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht so aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt.
Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Aha. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Ja. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ach, ja, du warst es also, ja, naja, es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Mhm. Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich Und bin der Meinung, was? Wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Komm zur Sache. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Hast du auch etwas davon für mich? Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst. Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Das Mana muss fließen. Okay. Der Typ hat eine Landeklatsche. Kurz gesagt. Und er hat selbst Experimente durchgeführt, was sicher nicht erlaubt ist. Schon gar nicht mit dem Weltenherz. Das ist doch eine Persönlichkeitstrainerin da, oder? Die sind da. Gut, sieh dich nur um. Ich habe 900 sogar. Ich habe da nichts zum Verkaufen. Wie wär's mit ja, wenn man vorher wüsste, was man braucht. Hammer. Die können wir definitiv verkaufen. Goldenen Kelch, okay. Die will ich nicht verkaufen. Gut. Handel akzeptieren. Und Cinder, halt. Jetzt darfst du mir was beibringen. Bring mir etwas bei. Natürlich. Oh. Genau, Persönlichkeit. Wusste ich's doch. Feilschen. Ja. Gut, mehr kann sie mir noch nicht beibringen. Da fehlt überall noch zu viel.
Obwohl, da, Bücherwurm. Lesen gibt zusätzliche Erfahrung. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt Persönlichkeit schon mal auf 2. Ich hab dir doch gesagt, dass er die Klappe nicht halten kann. Oran. Der Hammer-Clan schickt mich. Persönlichkeit 3. Aha. Ich würde sagen, das ist wieder ideal. Erstmal was essen. Wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann beenden wir diese Clan-Streitigkeiten. Ich sag tschüss, ciao, baba.